Faxsendung an das sogenannte Bundesverfassungsgericht sowie weitere BRD-Justizstellen. Seite 1. Dorsten, den 9. Juli 2008. Verfassungsbeschwerde, Einforderung von Stellungnahmen seitens der Empfänger. Tatbestand: Die BRD verletzt die Menschenwürde eklatant und permanent, sowohl durch die bloße Tatsache als auch durch die Art und Weise der Psychodiffamierung von eindeutig psychisch Gesunden. 1. Am 29.05.2008 wurde hier im Haus ein BRD-Pseudo-Urteil abgegeben. Der Angeklagte Rolf Hermann Ling hat sich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung vom 01.04.2008, wie aus dem Urteilstenor ersichtlich, strafbar gemacht. Im Einzelnen wird insoweit auf den zugelassenen Anklagesatz der Staatsanwaltschaft Essen vom 25.05.2007 Bezug genommen. Im Hinblick darauf, dass einerseits Vorbelastungen gegeben sind, der Angeklagte andererseits wegen einer paranoiden Persönlichkeitsstörung nur vermindert schuldfähig im Sinne des § 21 StGB ist, sowie auf seine finanziellen Verhältnisse, war eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro angemessen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 465 StPO. Keine Unterschrift, 1. 2. Das gesamte Pseudo-Urteil ist ein reines Justizverbrechen, weil es zu einem Beleidigungsprozess gehört. Diese sind als solche immer notorisch unheilbar illegal, gemäß § 185 StGB im Zusammenhang mit § 1 StGB, Artikel 103.2 GG, Artikel 7 EMRK. Keine Strafe ohne Gesetz. In der sogenannten Hauptverhandlung wurden Richterin Heinz und Staatsanwalt Hoss immer wieder von mehreren Personen gefragt, wie denn die gesetzliche Bestimmtheit von Beleidigung lautet, verweigerten aber immer nur beharrlich die Auskunft. Die Richterin reagierte auf die Forderung nach Aufklärung mit dem Kommentar: Halten Sie die Klappe, sonst fliegen Sie raus. Deswegen heißt es auch in diesem Pseudo-Urteil auch nur, der Angeklagte hat sich ersichtlich strafbar gemacht. Woraus denn eigentlich die Strafbarkeit ersichtlich sein soll, wurde und wird absolut eisern verschwiegen und wer nachfragt, wird Bedrohungen zum Schweigen gebracht. 3. Die erlogene verminderte Schuldfähigkeit ist für das gesamte Urteil komplett unerheblich, denn das bereits im Strafbefehl festgelegte Strafmaß von 60 Tagen Kerker ist unvermindert geblieben. Daraus erhält, dass diese Psycholüge nicht meinem Schutz, sondern meiner Diffamierung dient. Tatsächlich hat dieser Rufmord schon reichlich Früchte getragen. Antichristen gehen zum Beispiel im Internet mit der Lüge hausieren, meine Geistesstörung sei gerichtlich festgestellt worden. 4. Nun zur behaupteten paranoiden Persönlichkeitsstörung. A. Sowohl mein Abitur mit 1,6 als auch mein Diplom mit sehr gut, als auch die zahlreichen guten Arbeitszeugnisse von Studentenjobs, als auch sonstige Zeugnisse, sowie vor allem das komplette Fehlen von Behauptungen irgendwelcher Psychostörungen und sogar die explizite Zurückweisung von seitens Prozessgegnern behaupteten Zweifel an meiner Prozessfähigkeit durch Landgericht Essen im Jahr 2004 beweisen aufs Klarste, dass ich vollkommen geistig gesund bin. B. In die Welt gesetzt wurde der Psychoschwindel denn auch erst im Jahr 2004, als ich bereits 36 Jahre alt war, und zwar von Landgericht Bonn, LGB, unter dem Präsidenten Kurt Pillmann, der insbesondere für seine exzessiven Karnevalsnarreteien als Jeckenkurt bekannt ist. LGB hatte mich bereits seit 1999 erpresst, meine rechtmäßigen katholischen Domains für die Sekte von Vatikan II freizugeben, musste aber feststellen, dass ich mich von diesen ganzen abartigen Erpressungen nicht beeindrucken ließ. Zu den Erpressern gehörte auch Schwill, der schon international weit bekannt ist dafür, dass er alle Prozesszuschauer straffrei als Vollidioten bestimpfte, lustigerweise sogar, als er gerade selbst jemanden wegen Beleidigung verurteilte. Da also alle Strafandrohungen und vollstreckte Strafen nicht ausreichten, mich zum verlangten Abschwören vom katholischen Glauben zu bewegen, verfiel LGB auf den Wahn, mich für verrückt zu erklären. Dieser Plan schlug allerdings trotz irrsinnig umfangreicher Bemühungen komplett fehl. Amtsgericht Dorsten, AGD, intervenierte und wollte mich entmündigen lassen. Zu diesem Zweck wurde mir ein Psychogutachter namens Mial Kiwi vorgesetzt, der nach langem Gespräch mit mir schriftlich erklärte, bei Herrn Lingen lassen sich keine sicheren Hinweise eruieren oder wahrscheinlich machen, dass bei ihm eine paranoide Persönlichkeitsstörung vorliegt. AGD erklärte dementsprechend endgültig im Februar 2005, eine Betreuung ist vorliegend nicht anzuordnen, da die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. Eine Behandlungsbedürftigkeit ist für Herrn Lingen nicht gegeben. C. In rettungslos schizophrener Weise wurde der Psychoschwindel vom AGD selbst wieder ausgegraben. Die Notwendigkeit ergab sich, weil ich bewiesenermaßen unschuldig bin, dass AGD mich aber unbedingt bestraft wollte. Das Prinzip beruht auf dem System von des Kaisers neue Kleider. Wer die nicht vorhandenen Kleider nicht sieht, der ist dumm. Also, wer sachlich feststellt, dass Beleidigung nicht gesetzlich bestimmt ist, der ist geisteskrank. Allerdings ist es schizophren, den § 21 StGB hier anzuwenden. Dieser stellt nämlich ab, auf eine Verminderung der Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
Es besteht nämlich bezüglich der Erkennbarkeit von Beleidigungsdelikten keine Verminderung der Fähigkeit, sondern schlichtweg eine völlige Unmöglichkeit und das wiederum auch nicht im Sinne von § 20 StGB, Unfähigkeit wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, sondern aufgrund der Gesetzeslage.